gut und schön zu sehen, dass trotz des Sturmwetters heute noch so viele erschienen sind. Und dieser Orkan ist nicht der einzige Orkan, mit dem wir es zu tun haben. Die Apokalypse steht kurz bevor. Da sind sich alle Parteien einig. Uneinig ist man sich in der Politik bloß darüber, warum die Welt schon wieder untergeht. Fragt man die Grünen, dann liegt es am Klimawandel. Und sicher ist ein ernstzunehmendes Thema. Bloß bringt die Angst vor dem Klimawandel nicht nur sinnvolle Ideen hervor. Es ist immer schön, wenn ich Witze erzähle, die ich selber nicht kenne. Aber gut. Nee, da gibt es tatsächlich zum Beispiel den Club of Rome, der hat uns schon eine globale Ein-Kind-Politik angeraten. War in China schon kein erfolgreiches Konzept und ich bezweifle, dass es das für uns auch sein wird. Aber es gibt noch schärfere, es gibt bei den Grünen tatsächlich Leute, die raten uns dazu, komplett auf Nachwuchs zu verzichten, weil das können wir dem Planet nicht antun, noch Kinder in die Welt zu setzen. Und das können wir unseren Kindern auch nicht antun, sie zu zeugen. Zu spät. Jetzt verstehe ich allerdings den tieferen Sinn des Pariser Abkommens endlich. Also das... Und wenn man jetzt schaut, gerade aktuell kommt die Apokalypse aus Thüringen. Was für ein Kasperltheater. In einer Aktion, die eines Karl-Valentin-Witzes würdig ist, hat ein gewisser Herr Kemmerich die Eintagsfliege unter den Ministerpräsidenten Stimmen von einer Partei erhalten, die er nicht wollte, und deswegen hat er seinen Rücktritt kurzerhand, naja, er ist halt zurückgetreten worden, und er ist, jetzt mal ganz ehrlich, ich bin eigentlich eher für ein Mitte-Links-Bündnis, aber ich bin der Meinung, wenn die FDP und wenn die CDU als bürgerliche Parteien sagen, nee, wir wollen lieber keinen roten Ministerpräsidentenkandidaten, dann sollen sie auch ihren eigenen aufstellen und dann sollen sie ihn auch wählen, auch wenn ihnen die AfD zustimmt. Weil es hat einfach was mit Haltung zu tun, dass man eine Meinung vertritt, scheißegal welcher Arsch dieselbe Meinung hat. Und deswegen, dieses Schmierentheater, diese Komödie hat der AfD nur genützt, nicht geschadet. Wenn der das einfach gesagt hat, so wie er es nach dem Amtsantritt gemacht hat, der Kemmerich ist hingegangen und hat gesagt, ja, ich nehme die Wahl an, aber mit der AfD koalieren wir trotzdem nicht. Dann wäre die Sache kurz gegessen gewesen, aber jetzt kommt Rücktritt um Rücktritt, die Kramp-Karrenbauer tritt zurück, noch irgendeiner von der CDU. Oh, ist leider hoch alternativlos. Mein Rücktritt lässt noch auf mich warten. Ja. Die AfD, da haben immer, es nimmt absurde Züge an, das hat man auch schon daran gemerkt, jetzt hat das ZDF sich darüber beklagt, im Internet mit einem Tweet, dass die CSU und die AfD ein Wahlplakat mit einem ähnlichen Slogan hatten. Warum? Ging es um Rassismus? Nein. Ging es um Fremdenfeindlichkeit? Nein. Es war ein Plakat, wo einfach nur die CSU das gesagt hat, was sie immer gesagt hat, nämlich, dass sie gegen ein Tempolimit auf Autobahnen ist. Und weil die AfD auch ein solches Plakat hatte, war es böse. Man mag für oder gegen ein solches Tempolimit sein, aber dann soll man dagegen argumentieren mit echten Argumenten und nicht, du hast dieselbe Meinung wie der Arsch, also ist es falsch. Aber ich will jetzt nicht, ich will ja eigentlich eher zu einem anderen Apokalypse, ich wollte ja eigentlich noch zur SPD was sagen, weil... Ja, ich muss es noch nutzen, Kabarett über die SPD machen zu können, ehe das unter Leichenschändung fällt. Und vor allem, die SPD hat jetzt wegen der Sache in Thüringen schon wieder angekündigt, die Koalition platzen zu lassen. Inzwischen nimmt das nur niemand mehr ernst. Und ich nehme es schon deswegen nicht mehr ernst, weil dadurch nun mal, da hat schon das Verwaltungsgericht beim letzten Mal dazwischen gegrätscht und gesagt, der Zustand der SPD verbietet aus juristischen Gründen Neuwahlen, weil Neuwahlen im Falle der SPD, das liefe unter aktiver Sterbehilfe.
Und wie finster es im Willy-Brandt-Haus ist, das zeigt sich schon daran, dass diese neue Doppelspitze, die die haben, doch allen Ernstes das Licht gestalten durchgehen. Ansonsten hat das Jahr gut angefangen. Ich denke, wir haben die obligatorische Massenseuche. Die kommt auch einmal am Anfang jedes Jahres. Der Lebensmittelskandal fehlt mir noch. Der kommt meistens auch im ersten Quartal, ist der angesetzt. Darauf warte ich noch. Ich hoffe, dass es diesmal irgendwas Praktisches sein wird. Am schönsten fand ich es, als mal außersaisonell so einer stattgefunden hat. Da hatten sie Erdöl in Adventskalenderschokolade gefunden. Was für mich ganz praktisch war, weil ich habe auf diesem Weg mir den Weg zur Zapfsäule und das Geld gespart. Und konnte mit einem Türchen einen Tag lang zur Arbeit fahren. Ansonsten bleibt mir jetzt nur zu sagen, egal, was für ein Horrorszenario ist, die Grünen, Klimawandel, jetzt Thüringen, irgendeine neue Seuche, die auf dem Markt ist, oder die Islamisierung des Abendlandes, die nach AfD, nach einem Plakat, was ich vor denen gesehen habe, ja, uns sogar schon im Jahr 2050 blühen wird. 2050, laut einem AfD-Plakat, werden wir alle gezeigt, wie wir in Burkas rumlaufen. Das ist sehr kreativ. In Berlin hat man schon reagiert, da fängt man jetzt schon an, ein Minarett an den Reichstag dran zu bauen. Ja, bis 2050 ist noch ein bisschen hin, aber in Berlin hält man es für ratsam, mit Bauprojekten früher anzufangen. Bevor ich aufhöre, will ich das noch korrigieren. Das war kein Minarett, das war ein Graben. Am Reichstag soll ein Graben errichtet werden, das ist kein Scheiß, das habe ich in mehreren Zeitungen jetzt gelesen, ist geplant, angeblich wegen Sicherheit, ich weiß nur nicht, ich meine, es ist ein Graben, ein Burggraben um den Reichstag, also, weil Umfragen ergeben haben, dass die Gräben zwischen der Politik und dem Bürger auftun, hielten wir es für angemessen, das Regierungsviertel architektonisch anzupassen. Aber was auf uns immer blühen wird, ich denke mal, die Welt wird sich weiterdrehen. Und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen. Ja.